Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Vampire the Masquerade Bloodlines. Ich bin der SamSimafix. Wir haben hier unseren sexy coolen Revolver und mit dem haben wir hier gerade uns hier aus der Gefangenschaft befreit. Denn beim letzten Mal wurden wir gefangen genommen. Wir wollten ja eigentlich unseren Nosferatu-Freund retten, wurden aber selbst hier in Gefangenschaft gebracht. Aber glücklicherweise haben wir ihn hier rausgebracht und der sieht nämlich heiß drauf aus, sich hier ein bisschen zu rechnen an den Leuten. Und da helfen wir ihm doch gerne. Get you too. I've got no excuse. A Nosferatu getting caught by a bunch of humans. This is a new low. Wait, we can't go yet. There are servers here. We need to hack in and delete all of their research. Should be a mainframe on this floor. Fine, I'll do it. Watch my back. Any hearts are still beating when we're through. I'll rip him out myself. Okay, ich dachte, ich so ein bisschen, das kann ich eigentlich schon hacken, aber nur gut. So, dann. Wo ist sie? Mein Schätzele. Ich nenne sie Jeanette. So, okay. Jeanette. Hi, Jeanette. Es ist einfach immer die beste Methode. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich sind das noch ganz normale Sicherheitsmittel. Sind es aber Vampirjäger, mit denen wir uns eigentlich gerade hier anlegen? Ich habe keine Ahnung. Der hat nicht mal gesagt, zu wem er gehört hier, der Chef. Oh. Okay, ein Schlüssel. Da haben wir keinen Schlüssel. Hallo. Da haben wir auch nichts. Gut, dann bleibt uns ja wohl keine Wahl. So, Türsteuerung. Let's go. Okay. Was machst du denn da? Hä, was ist jetzt los? Alter. Ich habe meinen Nosferatu-Freund definitiv hier ein bisschen unterschätzt, man. Der haut ja richtig rein. Der hat aber alle so ganz einfach platt gemacht. Türsteuerung. Ich kann auch hacken. Aber doch nicht. Gut, dann nicht. Let's go, let's go. Ja, ist in Ordnung. Komm, let's go on. So, wo seid ihr denn eigentlich hergekommen? Kann ich jetzt hier raus? Ah. That was the last of them. Let's get out of here. Will do. And thanks. Jetzt langt's mir aber, Mann. Einer, zwei. Bedrock, einer, zwei. In der Luft haben wir den einfach kaputt geschossen. Sind da noch welche? Macht uns. Ups. Ach, ich glaube, ich helfe ihm gar nicht. Ich möchte aber noch schnell mal in den anderen Raum da hinten schauen. Ich dachte, er will mich jetzt schon angreifen. Wieso hat er eigentlich leuchtende Fäuste? Ich will auch leuchtende Fäuste haben. Warte mal. Kann ich da rein? Stufe 10. Ahaha, lustig. So, naja, dann halt nicht. So, dann. Haben wir sonst hier noch was? Nö, nö. Waffen, die hier rumliegen? Nö. Enttäuschend. Da waren wir, ja genau, hier wurden wir gefangen genommen. Ah, da liegt noch was. Das ist der coole Aufzug. Wie komme ich jetzt wieder? Ah, nehmen wir von den Haupteingang, oder? So, kann das natürlich auch gehen, aber das ist natürlich, das passt nicht. Einfach so ganz entspannt rauszugehen. Gary. Are you interested in saving money on long distance calls? You done real well bringing our boy back. I got your info, hero. The same information I gave your prince, I also traded.
for a bit of juicy gossip. You both had an equal opportunity to take it. They just had a bit more initiative. If you're going to play jihad, you need to do your homework. Knowledge is power, and power has a price. But seeing as how I've already got what I want from them, I'll give you a freebie. Oh, you're going to love this. They've got skeletons in their closet. Literally. I should have played the cat skills. Incest, organized crime, death cults. That's the Giovanni. Spaghetti and corpses, boss. The Incaran sarcophagus isn't the only occult item they're hoarding. I hear they've got a collection that'd make Aleister Crowley come back from the dead. That is, assuming he isn't already sitting on a shelf somewhere over there. Oh, I'll tell you. And if you're foolish enough to go there, well, don't say I didn't warn you, boss. They have a mansion in the city. I'll draw you a map. They're having a reunion. Anyone who isn't a Giovanni shouldn't get within 50 yards. Am I the only one who saw this coming a million miles away? You get 'em, boss. You give 'em one for Gary. If you should survive and ever need any information, come back and see me. I'm always here. And everywhere. Auf Wiedersehen, Gary, man. Der Typ ist so krass drauf, man. Wenn er nicht so böse wäre, dann wäre er eigentlich mein bester Freund. Okay, Leute, sind wir jetzt schon wieder im Endeffekt fertig mit Chinatown, oder? So wie es aussieht. Ach, Skillpunkte sind die Skillpunkte sind jetzt ohne Ende einfach reingerascht. Also, Fernkampf. Also, das heißt, wir machen jetzt erstmal Schusswaffen 9. Oder wir machen Wahrnehmung. Nö, komm. Weil das kostet danach nochmal 12 Punkte. Dann können wir nochmal Schusswaffen hier upgraden. Und dann haben wir mal Schusswaffen schon mal 7 und das ist gut. Unser Pumpkin rockt einfach so sehr. Going somewhere. So. Oh, die Giovanni. Das furchtbarste Level in Vampire the Masquerade Redemption war das Level bei den Giovannis. Das war das furchtbarste Level überhaupt, Mann. Da bin ich so krepiert. Jeder Gegner hatte Bazooka, Raketenwerfer, hatte übernatürliche Fähigkeiten, konnten Sachen wieder auferstehen lassen. Alter, Mann, das Geister beschwören. Es sind Monster. Einfach Monster. Ja, what is it? Giovanni? Oh yeah, here's the place. I haven't met you before. You a family member of family? Is that right? Hell of a family to be born into or married into or both. You have an invitation with you? Hey, don't worry about it. I'm sure they'll let you in. Just tell him you lost it. I lose things all the time. Maria Rosalini. Yes, what is it? She'll be fine after I get a pot of coffee in her. Well, she did pretty much cause the last function to come to a screeching halt. That woman has the self-control of a pubescent chimpanzee. Come on, Maria. We're going home. Alter, was ist denn das für ein Zombie? Die ist aber auch nett, Mann. Und die hat die Blut gekotzt, oder? So. Hier. Ich habe gar keine Lust, eigentlich mit den Leuten mich hier anzulegen. Aber gut, wir haben eine Einladung. You have invitation. Please have a wonderful time. It's a wonderful time. Wo waren wir stehen geblieben?
So, schon wieder 2 Erfahrungspunkte. Ah, ich bräuchte aber 3. Es fehlt immer ein Erfahrungspunkt. Das ist mir aufgefallen. Das ist nicht nett. Okay, gut. Bist du ein bisschen heller? Nicht, oder? Okay. Might as well be a costume party. Everyone's smiling, pretending this isn't a pageant put on by the patriarch of this family. Fine. But this is a contest and I came to win. If you don't even know about the contest, then you really don't have to worry about winning it. Mira. Mira Giovanni. They gather us up here to decide just who's the best and brightest of this generation is. The lucky few are given the real power in this family. But some of us need to win more than others. Oh, forget it. You wouldn't understand. Actually, there are 2 people at this party I know they had their eye on for a long time. One's Chris, my cousin. The other's Adam, who made Bruno a huge amount of money on tech investments a few years back. With them out of the running, they'd choose me. I'll spare no expense for a lock. I want to be in that circle of power, and I won't let blood get in the way. And of course, when your time comes, I'll pay back the favor. Uncle Bruno, since I was a kid, he's been the patriarch of this family, except he hasn't aged a day. I met with a senator from Massachusetts who asked me if I was related to Bruno Giovanni. Said Uncle Bruno helped him with his first campaign back in 1950. We've all heard the rumors. The core of our family, they never age. They're secretive. Wisps of blood magic and a kiss. Whatever it is, they pick the very best of us for it. I do anything to be picked. I've made some errors in judgment, but I've lobbied hard for this family's interests. What? Forget it. I'm not saying anything about that. Aha, da brauche ich eine hohe Überzeugungskraft. Ich glaube, der hat mich gerade beleidigt. Wir sollten hier eher nicht anstellen, weil ich denke mal, dann wird der Onkel Bruno kommen und uns fertig machen. Victor, pleasure to meet you. What line of work are you in? Myself, I'm an investment banker. Great business, lot of potential. For example, I got the inside track on this company right now. And let me tell you, when this company goes public, everyone's going to wish they had a piece of it. Well, I know somebody at the company, and that's what they call insider trading. I could lose my job for that. Well, it's a biotech firm. You know, they're working on growing replacement organs. Really fascinating technology. In a couple of years, I'd bet everyone will be going to them for parts. I figure an investment of $50,000 could be easily tripled in 5 years. It sounds risky, I know. But when this pays off, you'll be thanking me. You gotta spend money to make money, right? You take risks in this game. Sometimes you make a million, sometimes you lose a million. The economy changes. It's had problems lately, but it's bound to rocket back any week now. I won't lie to you. I've had a couple of busts here and there, had a few losses, it happens. But this company, this is the big score right here. Anything you wanted to invest, 50, 30, 15 grand, whatever, it's high yield, low risk. Well, the business, it's... Oh. Yes? Langt es nicht, wenn ich dir sage, dass der mit seiner Firma nichts Sinnvolles gemacht hat? Darf ich da nach oben gehen oder werde ich dann erschossen? Ich weiß ja nicht. Aber zumindest also, wenn man in den inneren Kreis vorgelassen wird, heißt es, man wird dann zu einem Vampir? Darf ich da rein? Hier geht's hin, aber okay. Jo. Du hast doch was Wichtiges zu sagen. Nadia Milliner.
It's a pleasure to meet you, Victor. Are you from the Chicago Rosalinis? Oh, you must give my regards to Great Aunt Frances when you get back. I stayed with her last time I was out that way. She was very sweet to me. I'm working on my master's out here. I'm from back east. The Giovannis have been nice enough to let me stay here while I finish up my studies. I've learned a great deal from them, like you wouldn't believe. I really can't say much about that. Oh, forget about it, really. It's nothing. Okay, I'll show you something, but you can't tell anyone. Promise? Follow me. Oh oh, ich weiß, wo sie uns hinführt. Hoffentlich auf die Toilette. Nein. Ganz klar, sie führt uns zum Sarg, oder? Oh, und wenn wir hier schon mal dabei sind, wir sind hier... Ja, ja, gleich. Da. Böser Affe, kleine Banane. Das war jetzt, glaube ich, nicht das, was ich haben wollte. Okay, sie aktiviert ja gerade den Geheimschalter und lässt mich da irgendwo nach unten. Aber warte mal. Ich bin noch in der Bibliothek der Giovannis. Das heißt doch, theoretisch muss ja das eine Buch liegen, was wir brauchen. Für Pischer. Oh, alte Quest, aber könnte man nochmal machen, aber wir gehen jetzt. Alter. Was? Leichen im Keller. Ich hasse dich so sehr. Gary, du hast das leider schon wieder wortwörtlich gemeint. You know what they do in this room? I think we better go. You can find your own way out. Okay, Mädel. Dann, auf Wiedersehen. Haben wir natürlich wieder versucht, sie anzugrapschen. So wie immer. Hier unten ist der Sarkophag. Wir stehen so kurz davor, endlich dieses verdampfte Ding zu finden. Komme ich jetzt hier nicht weiter, wenn ich mich jetzt hier nicht durchhacken kann? Schlösser knacken kann. Das ist doof. Und das kann ich nicht. Oh. Was? 6 Punkte, ich dachte mir schon 3. Schaffe ich aber dann trotzdem mit. Oder warte mal. Wenn ich jetzt. Was ist denn das höchste Level, auf was ich hochkomme? Müssen wir gleich mal wieder schauen. Oh, wir sind immer so im Stress. Also, Schlösserknacken haben wir 5. Für Schlösserknacken? Ja, okay, wenn ich jetzt hier... Beobachter einsetze. Hä, wieso Fehlschlag? Was habe ich denn jetzt? Jetzt habe ich... Okay, wir müssen da echt unsere scheiß Skillpunkte reinsetzen. Das ärgert mich schon wieder. Aber nun gut, wir werden das machen. Wir werden hier die Tür aufhacken, aber das machen wir erst beim nächsten Mal von Vampire the Masquerade Bloodlines. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein auf Wiesn.